Bevor wir die achte Welt Wobbiwabba-Wüste betreten, kehren wir ein letztes Mal in die Lava-Lagune zurück, um den letzten Powerstern abzuholen. Alles gleich, dann konzentrieren wir uns mal in diesem Part auf die 100 Münzen. Im Vulkan befinden sich insgesamt 26 Münzen, das bedeutet, wir sollten mindestens hier im oberen Bereich 74 Münzen finden. Und auch sammeln, damit wir im Vulkan den letzten Powerstern bekommen können. Ich weiß, wie man in den Vulkan reinkommt, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, wie man aus dem Vulkan wieder herauskommt. Ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt geht. Also in der letzten Folge ist mir nichts aufgefallen. Deswegen. Gut, ich muss aber auch auf jeden Fall aufpassen, dass ich mit dem Koopa-Panzer nicht irgendwie gegen eine Mauer oder gegen eine Wand fahre. Wenn ich so etwas tue, geht der Panzer einfach mal kaputt. Boah, wie nervig. Das Ding ist, wenn wir Bullies bekämpfen, bekommen wir ja eine Münze. Die Sache ist aber nur, ob wir die Münze auch bekommen werden, weil wenn die Münze in die Lava reinfällt, dann war es das mit der Münze. Die Münzen können aber auch hier auf diesem Feld landen. Ey, wie nervig. Komm schon. Sobald ich diese drei Bullies platt gemacht habe, wird auch Big Bully erscheinen. Aber mit Big Bully habe ich ehrlich gesagt nichts zu tun. Oh, dieser andere Bully haut gerade ab. Okay, sehr gut. Ja, beide Münzen sind hier. So, nochmal, komm. Sehr gut. So, und was passiert mit der dritten Münze? Ja, sehr gut. Okay, weiter geht's. Ah, hier ist Glubschi. Ja, Glubschi dürfen wir nicht berühren mit dem Panzer. Sonst geht der Panzer kaputt. Ja, erstmal die blaue Münze. Dann können wir auf ganz entspannt die anderen beiden gelben Münzen nehmen. Habe ich die blaue Münze erwischt? Ja, ne? Sehr schön. Das sah gut aus. Hier ist ein One-Up-Pilz. Boah, knapp. Richtig knapp. Oh, hier ist auch noch ein One-Up-Pilz. Nehmen wir mal mit. Ach ja, die roten Münzen, stimmt. Oh, komm schon, ey. Na endlich. Kennt ihr das in diesem Spiel? Passiert sowas ab und zu mal und das regt mich innerlich auf, aber irgendwie macht das auch voll Spaß. Besonders wenn man diese Münze dann erwischt. Ja, so ein Glücksgefühl. Okay, alles klar. Eine rote Münze ist genauso viel wie zwei gelbe Münzen. So, wir haben jetzt schon fast 68 Münzen. Den Panzer nicht so schnell verlieren. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was uns interessieren könnte. Komm, noch mindestens 6 Münzen finden. Ach so, stimmt. Stimmt. Hier. Okay. Nein. Ah, sehr gut. Rechtzeitig losgesprungen. Wieder. So, gibt es noch irgendwelche Münzen? Aus diesem Block kommen auch nochmal Münzen. Glubschi? Genau, Glubschi. Den gibt es doch noch irgendwo hier, oder nicht? Stand er nicht irgendwie auf dem Gitter? Oh, hier sind nochmal Münzen. Da auch nochmal. Ja, klar, ey. Vielleicht muss man gar nicht in den Vulkan rein. Aber ich glaube schon, dass wir das machen werden. Nein, schade. Ja. Oh, ein Teleporter. Okay, nee, ich würde schon gerne zu Glubschi wieder. So, dann nehmen wir mal kurz die Federkappe. So, eine Runde fliegen, wa? Glubschi? Ich komme. So. Und jetzt einfach mal laufen, 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 laufen. Gib mir die blaue Münze.
Sehr schön. Ja, da unten sind auch nochmal einige Münzen. Aber ich weiß nicht, wie ich an diese Münzen rankommen sollte ohne den Cooper-Panzer. Wobei, da wir eben gerade den Teleporter benutzt haben, kann man wieder den Cooper-Panzer benutzen. Erstmal kümmern wir uns hier um Bulli. Ich will aber jetzt auch keine falschen Moves machen, nicht, dass ich jetzt rumfliege. Und, ja, die Münze habe ich wohl verpasst. Ne, der Cooper-Panzer ist jetzt weg. Was soll's. Die Federkappe müsste jetzt auch gleich verschwinden. Ja Leute, ich würde mal sagen, wir gehen dann in den Vulkan rein, oder? Ja. Komm schon Mario. Oh. Ja, nice. Also nicht nice, weil das war ziemlich heiß, aber dennoch ist das passiert, was wir eigentlich wollten, und zwar in den Vulkan rein. Oh, okay, Energie ist wieder. Energie wurde vollständig aufgetankt. 95, 96, 97, 98. Ja, jetzt wird's immer, ab jetzt wird es immer so problematisch, ne? Wenn man weiß, es geht nur noch um die letzten Münzen. Okay, gut. Ich glaube, hier war das eine Stelle, wo ich oft gefailt habe. War das nicht so? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, sehr gut. Ich bin nicht runtergefallen. Das war ehrlich gesagt meine einzige Sorge gerade. Nice. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, dass wir den Kurs verlassen. Ja, machen wir. Gut. Das war's dann mit der Lava-Lagune. Okay, Leute. Ich habe ja schon im Intro gesagt gehabt, dass wir in die achte Welt gehen werden, und zwar Wobbi-Wabba-Wüste. Ja, auf diese Welt freue ich mich schon. Die ist ziemlich nett aufgebaut. Aber den Rest werden wir gleich sehen. Fürs Erste werden wir uns mindestens 2 Powersterne klar machen aus der achten Welt. Weil dann haben wir die Halbzeit erreicht, Leute. Dann haben wir schon 60 Powersterne und es gibt insgesamt 120 Powersterne, man sich klar machen kann, damit man das Game auch zu 100% durchgespielt hat. Ja, das machen wir auch. Wo ist denn die Wüste? Die Wüste, könnt ihr euch noch an diese verschwommene Wand erinnern? Hier ist sie. Oh, sorry Hase. Hier ist auch die achte Welt. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, rein in die achte Welt, Wobbi-Wabba-Wüste. Let's go! Das würde der Mario sagen. Und die erste Mission lautet, folge dem Riesengeier. Alles klärchen, wird gemacht. Ja, in dieser Welt müssen wir auf jeden Fall aufpassen vor dem Treibsand. Wenn wir einmal in dem Treibsand sind, war's das mit uns. Danach kommen wir nicht mehr raus. Das bedeutet, wir müssen dann noch einmal hier reinkommen und verlieren auch gleichzeitig ein Leben. Ach, schade. Ah, ich wurde platt gedrückt. Ja, das hätte ich mir auch denken können. So, ein Augenblick. Okay, diese komische Piste geht wieder weg. Okay, so, was passiert, wenn ich hier einfach stehen bleibe? Ich glaube, mir würde nichts passieren. Genau. Da ist ja eine Öffnung. Keine Scheibe, die uns platt machen könnte. Ach, verdammt, aufpassen. Ätzendes Gefühl, ey. Gut. Hier sind 2 Säulen, Leute. Oder 2 Türme. Und das Lustige ist, man kann einfach hochlaufen ohne Probleme. Und hier irgendwo müsste der Powerstern sein. So, normalerweise sollten wir diesen Vogel bekämpfen. Aber war anscheinend nicht notwendig. Ja, das ist hier nicht so schlimm. Hier können wir noch auf ganz entspannt rauskommen. So, holen wir uns doch mal den Powerstern, bevor irgendetwas schief geht. Nice, die Pyramide sieht auch ziemlich schön aus. Okay. Nice. Leute, wir brauchen nur noch einen Powerstern. Nur noch einen Powerstern, dann haben wir die Halbzeit erreicht. Nicht schlecht. Wobbi-Wabba-Wüste, geiler Name. Bringe Licht in die Pyramide. Wir haben 2 Alternativen, um den Powerstern in der oder auf der Pyramide
bekommen. Ich glaube, den Powerstern habt ihr gerade gesehen. Könnt ihr den sehen? Den Powerstern? Schaut mal. Einfach auf die Pyramide schauen, ja, ne? So, da ist der Powerstern. Entweder können wir die Pyramide erklimmen oder wir benutzen die Federkappe, die sich da oben befindet. Wenn wir auf seinen Kopf raufspringen, dann können wir für eine kurze Zeit ja, uns wie ein Propeller bewegen und dadurch halt fliegen. Genau das meinte ich, aber ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Nee. Okay, dann versuche ich das mal per Dreisprung. Das wird aber nicht so einfach. So bringt das nichts. Nee. Versuch mal von hier aus. Eins. Ah. Das ist das Problem. Mario fängt auf einmal an zu rutschen, wenn ich hier versuche, den Dreisprung zu machen. Eins, zwei. Ah, ist echt schwer. Wie komme ich denn am besten da hoch? Ja, ansonsten muss ich doch den anderen Weg nehmen. Der ist ein bisschen komplizierter. Aber was soll's. So, kann man hier vorbeigehen? Versuch's mal. Nee, man rutscht aus. Man rutscht sofort aus. Nee. Ich würde mal sagen, wir versuchen das mit der Federkappe zu machen. Ja, ihr habt das jetzt gesehen, ne? Sobald man einmal im Treibsand ist, war's das mit Mario. Aber okay, noch ein Versuch. So. Ja, das war gut. Der Sprung war gut. Ja, sehr schön. So, hier befindet sich einmal ein Superpanzer, aber den brauchen wir gerade nicht. Was steht hier auf dem Schild? Springe auf den funkelnden Panzer. Der Krötensurf eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Okay, das brauchen wir aber jetzt nicht. Wir brauchen die Federkappe. Eins und zwei. So. Los geht's. Alles klärchen. Hoch mit dir, hoch mit dir. Sehr gut. Hoffentlich kriege ich den Powerstern. Ja, ich muss auf jeden Fall richtig fliegen. Ah, das wird, glaube ich, jetzt knapp. Aber da ist eine weitere Federkappe, die wir bekommen können. Oh, das wird knapp. Ja, 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 ja. So, dann versuchen wir das mal anders. So. Und, komm schon. Ja, 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 ja. Nein. Ich habe es fast geschafft. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber immerhin haben wir den Powerstern bekommen. So kann man den zweiten Powerstern sich auch holen. Aber es geht auch natürlich anders. Yeah, 60 Powersterne, Leute. 60 Powersterne, das ist ziemlich nett. Das bedeutet, wir haben tatsächlich die Halbzeit erreicht. Und ich würde mal sagen, dass wir auch hier einen Cut machen. Und im nächsten Part holen wir uns dann die restlichen 5 Powersterne aus der 8. Welt ab. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.